Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute gehe ich das erste Mal seit Corona-Lockdown wieder ins Training, und zwar auf Münchenmeer in St. Äther. Sie haben dort unter den strengen Massnahmen ein Training organisiert, und da das ja ziemlich speziell ist, möchte ich euch ein bisschen mitnehmen und euch ein bisschen zeigen, wie das alles so abläuft und was die Massnahmen sind. Also die erste Massnahme ist, es darf immer nur 5 gleichzeitig trainieren. Also man muss sich vor allem anmelden, zu einer gewissen Zeit und Tag und alles. Und ich bin jetzt, also ich kann das jetzt schnell vornehmen und euch, ich möchte euch das zeigen, wie das genau aussieht. Also hier seht ihr die Seite von Ether Events. Das ist jetzt alles rot, weil alles ausgebucht ist. Und zwar kann man immer so Slots halt buchen. Und dann hat man eine Ankunftszeit, das ist eine halbe Stunde. Bei mir ist es jetzt zwischen 2 und halb 3. Und dann hat man Zeit, wo man sich aufwärmen kann in der Halle. Das ist dann wiederum eine halbe Stunde. Dann hat man eine halbe Stunde, wo man auf einem grossen Platz ist fürs Training. Und eine weitere halbe Stunde, um dann wieder wegzufahren. Und das ist bei jeder Gruppe so. Und immer, die Gruppen sind immer eine halbe Stunde auseinander. Also, wenn die Gruppe vor mir am Aufwärmen ist, fahren wir her. Wenn wir am Aufwärmen sind, fahren die nächsten her. So, dass immer an jedem Standort im Prinzip eine Gruppe ist. Was jetzt auch noch drauf ist, ist ein Parkourplan. Ich zeige euch das schnell, weil ja Parkour besichtigt. Normalerweise, wenn man dort ins Training geht, geht man einfach, wenn das die anderen Reiter Parkour schauen. Und da ja jetzt nur 5 auf dem Platz sollten sein und sonst niemand, ist das auch nicht möglich. Also hat Ether Events den Parkourplan aufgeladen. Es hat 2 verschiedene Parkour, einen bis 1,10 m und einen bis 1,20 m. Und dann tut man einfach, bevor man reitet, also bevor man ins Training geht, muss man sich den Parkourplan merken. Und ich nehme an, man kommt einfach dorthin und reitet dann. Also, ja, vielleicht vor ein paar Minuten Zeit, aber das kann ich euch dann alles nachher sagen. Weiter hat es noch einen Situationsplan, wer wo genau durch darf und so. Also es ist alles geregelt, dass möglichst wenige Leute am gleichen Ort durchgehen. Das kann ich euch hier zeigen. Wir haben hier einmal rot, wo die Reiter durchgehen, und einmal blau, wenn man es sieht, wo die Betreuer durchgehen. Und man sieht, dass die Reiter einem Ort vor der grossen Halle durchgehen, zur Abreithalle, und die Betreuer am anderen Ort durch. Und für die Betreuer hat so zum Hängdresch und alles. Also es ist wirklich alles sehr gut organisiert. Es hat einen Wartebereich für den Springen und alles. Also von mir aus gesehen sollte das eigentlich ziemlich gut funktionieren und auch alle Vorgaben vom Bund eingehalten werden. Und ja, ich hoffe, das kommt alles gut hat und euch gefällt das Video. Und dann gehe ich jetzt mal in den Stall. Ich werde nämlich noch seine Magnetdecke drauf tun. Dann muss ich mal meine Sachen zusammensuchen, weil es ja jetzt 2 Monate her, dass wir im Springtraining waren. Und dann nach dem Mittag geht es dann auch schon los. So, der Lemmy hat jetzt für eine halbe Stunde noch seine Magnetfeldtechi drauf, damit die Muskeln schön locker sind. Und ich mache jetzt die Sachen bereit. Und er tut jetzt ein bisschen entspannen. Nemo. Ich habe jetzt alles eingeladen. Die restlichen Sachen lege ich schon daheim an. Also ich lege meine Stiefel und Sporen schon an, wo wir dort nicht so viel Zeit haben. Lemmy legen wir die Gamaschen schon an, weil München mir ist 5 Minuten von uns. Also es ist nicht so eine weite Strecke, da legen wir aber nur einfach die Gamaschen an und können dann die Sportgamaschen. Und den ganzen Rest habe ich eingeladen, das habt ihr gesehen. Und jetzt tue ich noch schnell vor dem Mittag
am Lemmy fängst die Hufe fetten, weil ja, während dem Putzen kann man meistens an den Huf nicht viel machen, weil er ja ein Zabli ist für den Putz, aber das wisst ihr ja eigentlich. Und dann sage ich ihm jetzt schnell die Hufe fetten, weil ja, seit ein paar Wochen angefangen wirklich jeden Tag die Hufe zu fetten. Und mir sieht die Hufe wirklich an, sie sind wirklich viel schöner und so. Deswegen möchte ich das auch heute machen. Und da ich jetzt gerade Zeit habe, mache ich das noch schnell am Morgen. Oh,
schon wieder daheim. Der Lemmy hat nach dem Training noch schnell auf die Weide. Ich habe meine Sachen alle verräumt. Und jetzt bin ich wieder in meinem Zimmer. Und ich wollte nur noch schnell sagen, wie es so gelaufen ist. Weil ich die Videos nicht würde kommentieren, sondern es einfach reinschneiden. Der Lemmy ist heute wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Schon beim Aufwärmen, der hat zwar zuerst nicht in die Halle wollen, aber dort war er noch nie gewesen. Und dann sind wir runter, dann haben wir noch ja, Zeit müssen warten, aber ich bin einfach im Schritt geritten. Und bin dann einfach wieder kurz angelaufen, bevor ich dran war. Ich durfte noch schnell eine Stelle nehmen. Und dann bin ich im Park gewesen, ich auf etwa 80 cm geritten. Und dann noch auf ja, ungefähr 90 und hat es wirklich gut gemacht. Und hat wirklich schön gezogen und so, also man wirklich gar nicht mehr bremst und so. Und ich finde, für das zwei Monate nicht gesprungen ist, hat man gar nicht gemerkt. Und hat es einfach mega toll gemacht und ich freue mich, dass wir nächste Woche noch machen können. Das war es ja schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss, bis zum nächsten Mal.